Wenn im Nordenhammer Stadt- oder Nordhafen ein Schiff einläuft, ist sie oft nicht weit. Einst Grundschullehrerin begrüßt Brigitte Spalenka heute als Bordbesucherin der Seemannsmission Seeleute aus der ganzen Welt in ihrer Heimat. Ich habe vor meiner Pensionierung überlegt, dass ich irgendeine sinnvolle Aufgabe ausfüllen muss, irgendwas Ehrenamtliches. Und dann bin ich ein Jahr vor der Pensionierung schon immer in den Club gefahren nach Brake und habe mir alles angehört. Und dann war ich davon überzeugt, dass das meine Aufgabe ist. Dazu gehört es, die oft Monate von ihren Familien getrennten Seeleute willkommen zu heißen und ihnen bei Sorgen und Problemen ein offenes Ohr zu schenken. Wenn sie Schwierigkeiten haben, die Besatzung, dann kann man alles erzählen. Und sie geben auch manchmal Bücher oder Zeitschriften an die Leute. Das ist eine gute Sache. Doch auch die 70-Jährige profitiert von ihren Stippvisiten an Bord ihrer Gastgeber. Mir bringt es insofern viel, weil ich zusammenkomme mit Menschen ganz unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Kulturen. Und man merkt, obwohl die Menschen fremd sind, ist man sich oft sehr nahe. Dass Brigitte Spalenka diese Erfahrung machen kann, ist nicht selbstverständlich. Denn ihr Beschluss, sich für andere Menschen zu engagieren, fasste die damals 25-Jährige nach einem prägenden Erlebnis. Das hängt zusammen mit einem schweren Unfall, den ich als junges Mädchen hatte. Und da bin ich so zusammengefahren worden, dass ich auf der Stelle hätte tot sein können und habe aber keine schweren Verletzungen erlitten. Und vor allen Dingen ist mein Augenlicht nicht geschädigt worden. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich so davon gekommen bin, hat vielleicht Gott mit mir noch was vor. Der Glaube war es auch, der die Tochter eines Küsters im Kloster Loccum durch ihr weiteres Leben begleiten sollte. Seit dem Ende ihrer Laufbahn als Religionslehrerin gibt die Rentnerin Kindergottesdienste und führt die Jüngsten an die Themen Gott und Religion heran. Das Schöne mit Kindern ist, Kinder sind erstmal sehr ehrlich. Die sagen ihnen alles ganz ehrlich, was sie empfinden und was sie gut oder schlecht finden. Und Kinder geben ihnen sehr viel zurück. Sie bekommen also von dem, was sie reingeben, mindestens das Doppelte zurück. Brigitte Spalenka ist wohl das beste Beispiel dafür, dass wer anderen Gutes tut, auch selbst Glück empfindet. Und dass kleine Gesten in der Fremde manchmal die Welt bedeuten. Deswegen ist Brigitte Spalenka unsere Nordenhammerin des Jahres.